Komm in die Gruppe. Das ist ein Porsche Cayman S. In 18 Monaten nur mit Gurken verdient. Komm in die Gruppe. Auch wenn vielleicht irgendwo jemand schon mal wirklich durch eine WhatsApp-Gruppe reich geworden ist, so gibt es einige junge Menschen in Deutschland, die vor allem durch ihren Erfolg auf YouTube richtig viel Geld verdient haben und sich dadurch auch teure Autos leisten konnten. Doch für die größten deutschen YouTube-Stars geht es oft schon gar nicht mehr darum, einfach nur ein schickes Auto zu haben. Viele wollen mit ihren Fahrzeugen auch stark auffallen und entscheiden sich deshalb oft für Autos, die absolut außergewöhnlich sind. In diesem Video wollen wir euch genau diese Autos vorstellen und einen Blick in die Garagen der größten YouTube-Stars werfen. Es erwarten euch Fahrzeuge mit unglaublichen PS-Zahlen, verrückte Geländewagen und ein Auto, das wirkt, als käme es aus der fernen Zukunft. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns doch mal bei dieser Gelegenheit in die Kommentare, was euer absolutes Traumauto ist. Beginnen wir mit der Nummer 7 und dem YouTuber und Rapper Moyz. Heutzutage hat er mit seiner Keller GmbH eine richtige Online-Entertainment-Firma und verdient gutes Geld. Doch noch vor einigen Jahren hätte er sich seinen jetzigen Erfolg niemals vorstellen können. Zeitweise lebte er nämlich nur davon, in einem Handyladen Smartphones zu verkaufen. Dass er inzwischen nicht nur berühmt, sondern heute auch recht wohlhabend ist, bewies Moyz seinen Fans Anfang diesen Jahres, als er sein brandneues Auto vorstellte, und zwar einen Audi RS7, den er persönlich aus dem Autohaus abholte. Das Kuriose ist, Moyz hat zuvor noch nie überhaupt ein eigenes Auto besessen. Sein allererstes Auto hat es somit übrigens auch direkt ganz schön in sich, denn der Audi hat nicht nur 600 PS, er schafft es dadurch auch von 0 auf 100 in nur 3,6 Sekunden. Doch auch der Preis ist ziemlich beeindruckend. Moyz Audi RS7 kostet neu nämlich unfassbare 170.000 Euro. Genau deshalb war es für den YouTuber übrigens auch recht ärgerlich, dass er direkt in der ersten Woche seine Felge beim Einparken zerstörte. Auf der Nummer 6 kommen wir zu Justin. Der 22-jährige Mode- und Lifestyle-YouTuber ist nicht nur für seine Reactions bekannt, auch das Vorstellen von teurem Schmuck und schicken Designerklamotten ist ein großer Bestandteil seines Contents. Doch neben Luxus Mode und edlen Accessoires wollte der YouTuber schon seit längerem auch ein Auto haben, das ihm wirklich gefällt und seinem extravaganten Lifestyle auch vollkommen gerecht wird. Justin begann dann sogar vor seinen Zuschauern im Livestream sein Traumauto zu personifizieren. Für das Modell hatte er sich ebenfalls schon längst entschieden, und zwar wollte er einen McLaren 570S. Im Online-Konfigurator klickte sich der Modeunternehmer live mit seinen Fans durch alle möglichen Varianten und kaufte den McLaren 570S dann tatsächlich in weißlichem Babyblau und einer gehobenen Innenausstattung mit orangenen Akzenten. Das Supercar mit V8 Motor kann bis zu 328 Stundenkilometer erreichen und beschleunigt von 0 auf 100 in nur 3,2 Sekunden. Doch auch wenn das knapp 200.000 Euro teure Fahrzeug zwar sein Traum ist, so merkte Justin auch schnell nach dem Kauf, dass er damit nicht mehr normal und unerkannt durch die Gegend fahren kann. Denn bereits in seiner Heimat Düsseldorf wurde er direkt von mehreren Carspottern permanent begleitet. Auf der Nummer 5 befinden sich Bibi und Julian, die inzwischen nicht mehr nur YouTube-Stars sind, sondern auch schon längst erfolgreiche Unternehmer. Das YouTuber-Pärchen gönnte sich deshalb bereits schon ein luxuriöses Anwesen, wie auch ein paar edle Autos. Erst Ende letzten Jahres legten sie sich zum Beispiel ein Mercedes AMG GT 63S, also die viertürige Variante des AMG GT Sportwagens zu. Eigentlich wollte das Paar die viertürige Version des AMGs, um so das Fahrzeug auch mit ihren Kindern nutzen zu können. Doch Bibi und Julian reichte das nicht, denn das 170.000 Euro teure Auto ist zwar größer als ein Sportwagen, doch der Platz für die Familie und vor allem für Einkäufe reicht überhaupt nicht aus. Genau deshalb überraschte Bibi Julian nun vor einigen Tagen
Wagen noch mit einem GLS, dem wohl größten SUV von Mercedes. Das Auto verfügt über ganze 7 Sitze und ist aktuell einer der luxuriösesten Familienvans, die es überhaupt gibt. Auf der Nummer 4 haben wir nun einen YouTuber mit einem Auto, das so eigentlich gar nicht in diese Liste passt. Die Rede ist von Alex V und einer kuriosen Challenge. Denn der YouTuber, der eigentlich Alexander Reckhaus heißt und in der Regel Vlogs und Comedy-Videos hochlädt, hatte sich im letzten Jahr eine ganz besondere Aufgabe gestellt. Anders als andere YouTuber, die mit teuren Luxusfahrzeugen protzen, wollte sich Alex nicht das teuerste, sondern das günstigste Auto der Welt kaufen. Sein Budget waren dabei nur 50 Euro, was sich nach eigentlich viel zu wenig Geld für irgendein Auto anhört. Doch Alex wurde tatsächlich fündig und kaufte sich einen gebrauchten roten BMW E30 Coupé mit fast 200.000 Kilometern auf dem Tacho. Alles nur für 50 Euro und selbst TÜV hatte das Auto auch noch. Der YouTube-Star auf der Nummer 3 ist der Amerikaner Logan Paul. Der berühmte Influencer, der vor allem früher immer wieder mit kontroversen Aktionen für Aufsehen sorgte, besitzt aktuell nicht nur ein oder zwei teure Autos, sondern verfügt gleich über eine ganze Sammlung an außergewöhnlichen Fahrzeugen. Zum Beispiel einen roten Dodge Challenger, ein dreirädriger Polaris Slingshot und ein umgebauter Schulbus mit riesigem Soundsystem, den Logan Paul den Namen Cool Bus gab. Sein wohl krassestes Auto ist aber seine Mercedes G-Klasse. Die G-Klasse, die er sich vor 3 Jahren kaufte, ist ein riesiger Geländewagen mit Allradantrieb. Logan Paul taufte die weiße G-Klasse dann aufgrund ihrer Farbe und der Größe The Yeti und rüstete sie später sogar noch zu einem Schneepflug auf. Kurioserweise erklärte Paul, dass er trotz seiner außergewöhnlichen Autos in seiner Heimatstadt Los Angeles überhaupt nicht auffällt, denn laut ihm wären dort eigentlich nur verrückte Leute unterwegs. Auf der Nummer 2 kommen wir zum YouTuber Standardskill. Stanny, wie er von seinen Fans genannt wird, wurde vor allem durch seine Fortnite-Gameplay-Videos bekannt und hat mittlerweile über 2,6 Millionen Abonnenten. Der 24-jährige gelernte Bürokaufmann hatte schon immer einen Hang zu extravaganten Autos. Als er dann auf YouTube und Twitch begann, immer mehr Geld zu verdienen, erfüllte er sich schließlich seinen Traum und kaufte sich einen Lamborghini Huracan Performante Spider im Wert von über 250.000 Euro. Doch das war noch nicht der ausgefallenste Autokauf von Standardskill, denn vor knapp 7 Monaten verfolgte der Streamer live auf Twitch die Vorstellung des neuen Cybertrucks von Tesla. Der rein elektrische, sehr futuristische Pickup-Truck, den Tesla sogar als leistungsfähiger als ein Sportwagen bezeichnete, verfügt über eine ultraharte, gewalzte Edelstahlhaut und ist zudem noch mit Panzerglas ausgestattet. So sieht der Cybertruck nicht nur beeindruckend aus, er bietet auch maximalen Schutz. Das alles überzeugte Standardskill sofort und so bestellte er das 50.000 Euro teure Auto direkt live im Stream. Doch bis er den Wagen auch wirklich bekommt, wird es allerdings noch etwas dauern. Der Cybertruck wird nämlich erst in 2 Jahren ausgeliefert. Auf der Nummer 1 befindet sich ein deutscher YouTuber, der eine ganz besondere Beziehung zu seinen Autos hat. Und zwar InScope 21. InScope, der eigentlich Nikolas heißt und über 2 Millionen Abonnenten hat, liebt Autos über alles. Und seine Follower konnten über die Jahre zusehen, wie er nach und nach insgesamt 5 verschiedene Modelle besaß. Alles fing an mit einem ganz normalen VW Lupo. Später konnte er sich dann aber einen Mercedes-Benz C63 AMG Coupé leisten und sogar auch deren Nachfolger. Im Oktober 2018 wechselte Nico von der C-Klasse zur S-Klasse und präsentierte stolz seinen neuen Mercedes-Benz S63 AMG Coupé. Das Auto verfügt über 8 Zylinder und satte 500 PS, kostet allerdings auch um die 160.000 Euro. Doch Nicos Liebe zu Mercedes ging so weit, dass er nicht nur eine C-Klasse und eine S-Klasse fuhr, er hatte sogar bereits den Mercedes AMG GT. Obwohl sein bisheriger Fuhrpark also wie ein Traum klingt, so gab es auch immer wieder Dinge, die es InScope schwer machten, seine Autos auch wirklich genießen zu können. Denn mehrmals kam es zum Beispiel schon dazu, dass Nico seine Felgen zerstörte oder auch den Wagen an sich beschädigte. Diese Vorfälle häuften sich so sehr, dass aus InScopes
Beziehung zu seinen Autos schon ein ganzes Meme wurde. Der Höhepunkt dieses Memes wurde dann erreicht, als Nico schließlich seinen AMG zurückgeben musste, da er sich durch die drohende Insolvenz das Auto nicht mehr leisten konnte. Und zu all dem Unglück kam auch noch die Tatsache dazu, dass Nico laut eigener Aussage 60 km/h zu schnell fuhr und nun sogar auch noch seinen Führerschein abgeben muss. Das war's auch schon mit unserem Video. Ihr könnt uns ja mal sagen, welches dieser Autos ihr persönlich am coolsten findet. Und wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!